Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen. Ich zocke alle NES-Games und heute ist dran DuckTales 2. Ich habe gestern DuckTales 1 gespielt. Ein super Klassiker, wirklich ein ganz ein tolles Game. Und heute stürzen wir uns auf DuckTales 2 und wir fangen sofort an. Ja, hier hat wohl jemand eine Schatzkarte gefunden. Es ist entweder Tick oder Trick oder der Track. Ich kann die drei einfach nicht auseinanderhalten. Sorry. Okay, DuckTales 2. Der Soundtrack ist ja legendär aus der Zeichentrickserie. Ich habe den zweiten Teil noch nie gespielt. Immer nur den ersten und das nur im Gameboy. Mal schauen. Wie der so ist, der zweite. Ist der besser als der erste? Ich kann es mir ja kaum vorstellen. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Wohin gehen wir zuerst? Ich habe keine Ahnung. Auf die Insel vielleicht? Okay. Ja, schauen wir mal, was da gibt. Ja, ich möchte gerne dorthin. Okay. Grafik ist, schaut gut aus. Steuerung ist identisch beim ersten Teil. Okay. Ah, hallo. Okay, danke für die Info. So, da kann ich da. Patsch. Okay, da kann ich nichts. Weg mit den. Weg mit dir. So, da. Uah, was bist du für einer? Das war doch gerade irgendwie. Also, das war der Krebs. Kann ich dir im Kopf hüpfen? Schauen wir mal. Okay, kann man. Aha. Patsch. Also, ich glaube, dass man da irgendwie rüberhüpfen kann, oder? Ja. Ja, geht nicht. Okay. Aha. Da sind Stacheln. So, aufpassen. Ah, Schatztruhe runterschießen. Sehr gut. Da schaut nach Geheimgang aus. Aha. Ist da, wer ist das? Ah, der Daniel Düsentrieb, oder? Ich krieg was. Okay, jetzt habe ich irgendwas bekommen. Danke, Herr Düsentrieb. Ja, da kann ich trotzdem nicht durch. Ich dachte, jetzt kann ich durch sowas durchgehen. Ah! Ich kann das Zeug jetzt ziehen. Das ist eine coole Mechanik. Die gab es ja im ersten Teil nicht. Nett, nett. Kann ich dich ziehen? Wow! Das ist ja cool. Ich hätte nicht gedacht, dass mich der zweite Teil überraschen kann. Extra Leben, Diamanten und nochmal Diamanten. Weg mit dir, da gibt's nichts mehr. Okay, schauen wir da runter. Was gibt's da? Ich glaube, das ist. Ich glaube, dass ich runter muss. Nur so eine Vermutung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich spüre das im Urin. So, weh. Er hat doch ihn gesagt. Jetzt wird das Video sicherlich nicht monetarisiert. Als ob irgendjemand dafür Geld zahlen würde, dass ich hier DuckTales spiele. Okay, hier geht's nicht weiter. Oder ging's da? Habe ich irgendwas übersehen? Wie soll das gehen hier weiter? Nein, ich komme hier nicht weiter. Ich muss die andere Richtung gehen. So, da Onkel Dagobert. Jetzt musst du gescheit hüpfen. Hopp! 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 Sehr gut gemacht. Die alte Ente hat's drauf, Leute, ich sag's euch. Okay, jetzt kann ich das da wegziehen, aber was bringt mir das? Bringt mir das irgendwas? Nope. Thank you.
Hä? Ah, checky check. Das da muss ich darüber, darauf hüpfen und so. Hä? Da gibt es jede Menge Schatz drin. Da gibt's ein Eis, noch ein Diamanten, noch ein Diamant. Also, das war's. Ich habe jetzt damit mehr gehofft. So, und. Wie komme ich da weiter? Was man die Start ist. Aha. Select bringt nichts. Start und Select bringt nichts. Kann ich dann Item aussuchen irgendwie? No. Wie kriege ich das Zeug da? Das bringt nichts. Da war ich ja überall schon. Ich hätte da eine Idee, was ich machen muss. Vielleicht muss ich da ganz rüber gehen zum Start. Da war auch irgendwas, was man verschieben kann, glaube ich. Ganz drüben beim Start. Schauen wir mal, ob ich da recht habe. War da noch irgendwo was? Ja, das da. Oder? Nein. Nein, den kann ich auch nicht verschieben. Okay. Okay, ich habe keinen Schimmer, wie es hier weitergeht, Leute. Muss ich vielleicht irgendwie zum Start wieder zur Levelauswahl zurück? Ist ein bisschen roguelike. Was rede ich da? Es ist ein bisschen Metroidvania, das Game. Sprich, man muss immer wieder zurückgehen und schauen, was Neues gibt. Ich glaube zumindest, dass es so geplant ist hier. Wenn ich das jetzt ganz weit rüberziehe, bringt mir das irgendwas? Wenn ich mich damit selbst in den Abgrund ziehe, was passiert dann? Da bin ich tot. Okay. War ein Versuch wert. Ich würde jetzt ganz gerne noch zurückgehen und ein anderes Level probieren. Muss ich resetten? Gut, ich resette einfach mal schnell. Ich möchte noch zu den anderen Levels sehen. Kann gut sein, dass ich das eleganter hätte machen können, um zurück zur Schatzkarte zu kommen, aber leider keine Zeit. 10 Minuten jedes NES-Game Minimum. Das heißt, ich kann natürlich auch mal länger zocken, wenn es Fun macht. Ja, Pyramiden wird mich eigentlich jucken. Schauen wir uns mal die Pyramiden an. Also Zockempfehlung kann ich generell schon mal rausgeben, würde ich sagen. Das scheint ja ein feines Game zu sein. Grafik passt, Sound passt und Gameplay ist eigentlich auch super. Okay, ich habe jetzt nicht gewusst, wie es hier weitergeht, aber. Weg mit dir, du komisches Hüpfding! So. Ja, weg! Okay. Jetzt kann ich das noch nicht woanders hinziehen. Okay, und damit kann ich hier auch noch nicht weiter. Oh ja, ich kann das. Ah, kann man das immer? Ich dachte, das habe ich gelernt erst jetzt. Was habe ich dann vorhin gelernt? Machen wir zu da. So. Boah! Geheimgang. Wie kommt der kleine Junge dahin? Wie kommt der Ente daher? Tick, Trick oder Track, wie kommt ihr daher hier? Man hätte sich lesen sollen, was ihr immer sagt. Wahrscheinlich. Okay, jetzt hätte ich fast die Schatztruhe da oben noch bekommen. Tschüss. Was ist da? Wie komme ich darauf?
Hopp. Weiß ich nicht. Eieieiei. Wow. Das war super knapp. Was ist das wieder für ein komisches Teil? Aha. Was bringt das? Was bringt mir das? Da kann ich mit dem rüber. Oder was? Da kann ich rübergehen. Glaube ich, oder? Das war's. Oder sollten wir das einfach nur mal diese Mechanik erklären, vielleicht? Für später. Okay, da komme ich nicht rüber. Da oben ist ein Seil, ich check's. Hup, hup. Da komme ich darauf. Ich hab's gecheckt, ich freue mich. So, da. Oh, nein, ich wollte eigentlich da die darüber. Da, genau. Diamanten holen. So viel Zeit muss sein. Echter Milliardär hat immer Zeit für Geld. Guten Tag. Nein, ich möchte nicht nach Hause. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen abhängen. Danke. Aber danke fürs Nachfragen. Sehr nett zu Ihnen, Herr Buchpilot. So, da. Ja, ich fand der Ducktail-Schicht-Climber extrem cool. Ich weiß nicht, wie das bei euch so war. Kann man auch heute noch wunderbar nachholen, Ducktails, finde ich. War schon eine feine Sache. So, da wie geht's da weiter? Aha. Erzählt mir da wieder was? Da steht was auf dieser Wand. Ah, das Licht der Sonne zeigt uns den Weg. Das muss der Weg sein, um den Schatz zu bekommen. Okay. Danke. Schlaumeierente. Ah, da hätte ich weiterhüpfen können. Okay. Okay. Und ich gehe. Ah, nein, ich wollte nicht mit der Rede, ich wollte hüpfen. Ah, nein, weg. Husch. Nein, ich will nicht sprechen. Ich will nicht reden mit dir. Ja, das wollte ich. So, ich habe nicht gewusst, dass ich durch diese Mauern durchhüpfen kann. Wow. Nein, ich hätte was geschafft. Da ist sicher was Cooles drinnen, oder? Oh nein, ich will nicht mit dir sprechen. Vielleicht einfach da. Was ist das für ein blöder Fehler in diesem Spiel? Dass ich da immer mit ihm reden muss. Ich will da einfach nur raufhüpfen. So, hüpfen. 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 Und darauf und aufmachen. Yeah. Ein Diamant. Okay, ich dachte schon, das war's. Da geht's weiter. Da gibt es noch coole Sachen. Da geht es wieder runter. Und dann bin ich wieder beim Quack. Okay. Nein, nein, ich will immer noch nicht weg. Tschüss. So, jetzt schauen wir da ganz rauf. Nicht, dass wir da was versäumen. Versäumen steht hier nicht am Plan. Das schaut mir so nach Geheimweg da aus. Ich weiß auch nicht. Ah! Tatsächlich ein Geheimweg. Ich sag doch, das schaut mir so nach Geheimweg aus. Aha, das Licht markiert den Schatz. Muss ich das ziehen wahrscheinlich? Aha. Das ist ja schon sehr cool gemacht. Das finde ich ja schon, wenn 2D-Jump'n'Run schon ein verdammt cooles Rätsel hier. Ich bin beeindruckt. Ich hab's gefunden.
cool. Das war's jetzt. War's das jetzt? Oder kann ich da jetzt noch mehr finden in diesem Level? Ah, gibt's ja sicher noch ein Endboss in jedem Level, oder? Würde mich wundern, wenn ich jetzt auf diesem Weg hier nicht hinkomme. Also ich würde das zumindest als Game Designer so planen. Geht das? Das geht. Ich war mir nicht sicher, ob das gehen wird. Da gibt's Geld. Gut, das war's. Bin wie auf mehr gehofft. Wie komme ich da jetzt rauf? Komme ich da? Danke. Puh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. War mir da jetzt echt nicht sicher. Wo muss ich jetzt weiter? Ich glaube, ich muss einfach zu Quack zurück, oder? Da war ich schon. Da gab es ja nur den Heimweg da drüben. Von da drüben bin ich auch. Da drüben war ich ja auch schon. Vielleicht sollte ich mit Quack reden. Ah, da komme ich nicht drauf. So. Quack, bring mich ins nächste Level. Ja, ich habe jetzt schon irgendwas Cooles. Jetzt gehe ich mal weiter. Ja, bitte bring mich zurück. Okay. Pyramiden habe ich abgeschlossen. Der Buchpilot holt mich ab. Und wo geht's jetzt hin? Ah, jetzt kriege ich eine kleine Abrechnung hier. Da kann ich mir jetzt was kaufen. Ah, das ist ja cool. Treasure Map. Kann ich mir die kaufen? Ja, ein Stück von der Schatzkarte hätte ich gerne. Ja, genau danach suche ich. Ja. Okay. Ausverkauft. Habe ich schon. Okay. Was kann ich noch brauchen? Ein Safe? Was mache ich mit einem Safe? Ja, ja, mit dem Safe. Sehr gut. Habe ich dafür habe ich noch nicht mehr genug, glaube ich, oder? Ich habe jetzt keine Lust, den Nullen zu zählen. Also es schaut mir so aus, als hätte ich nicht mehr genug dafür. Ein Exit. Aha. Nein. Nein, ich möchte nicht hinfliegen. Da war ich ja gerade. No! So. Wo schauen wir hin? Schauen wir zum Schiffswrack vielleicht. Das könnten wir uns noch anschauen. Oh, ja, vielleicht sind die Piraten am Werk. Ich glaube, es sind eher die Panzerknacker. Oder vielleicht sind das Piratenpanzerknacker? Wer weiß. Oder ist schon wieder einer von diesen Schlaumeiern? Ja. Aha, das war jetzt irgendwie abgesperrt. Und es war jetzt durch einen Blitz ist es jetzt gegangen. Ist es, weil ich vielleicht schon irgendwas eingesammelt habe? Ich habe ja diesen, was auch immer, schon eingesammelt. Vielleicht hat mir das hier schon geholfen. Ich weiß es nicht. Ah, das ist eine coole Mechanik. Kann ich hier was wegsprengen? Das schaut mir verdächtig nach Geheimgang aus hier. Nein? Nein? Nix? Okay. Keine Panzerknacker. Es sind tatsächlich Piraten. Es sind Mäusepiraten. Aha, da gibt es einen Schalter. Das ist ja, wow, das ist jetzt so cool, die Mechaniken. Wow, Darkness 2 ist echter Hit, Leute. Nein, das sind lauter so Dinge, die müssten sie eigentlich nicht einbauen, aber sie tun es halt einfach. Und das macht das Spiel halt abwechslungsreich und schön. Ja, mit Liebe gemacht, das Spiel. Wirklich. Ich
finde es schade, dass ich das damals am NES nicht hatte. Das hätte mir sicher gefallen. Genauso wie der erste Teil. Aber immerhin hatte ich als Kind die Gameboy-Version. War ja auch cool. Gibt's nix. Wow, was ist. Was zum Geier? Ist deine Maus ausgesprungen? Ich spiele jetzt schon 20 Minuten, ist mir aber egal. Das ist ein gutes Spiel, das zocke ich noch ein bisschen. Es gibt. Ich habe so viel Schrott am NES gespielt. Schon. Das sei es mir. Da gönne ich mir das einfach mal, ein richtig feines Game bisschen genauer zu erkunden. Und ich glaube, viel besser wird es einfach nicht, weil. Ah, DuckTales ist schon verdammt gut. Finde ich, kann absolut mit der Mario Bros. Reihe mithalten. Eigentlich wundert es mich, dass man das nicht fortgesetzt hat. Dass man hier nicht. Warum gibt es hier keine Nintendo 64-Version? Und ich glaube, es gibt auch keine Super Nintendo-Version von DuckTales, oder? Richtig gutes Game. Das kann ich da nicht rüberschieben. Ne? Ist da noch irgendwas? Eine Kleinigkeit. Wie komme ich zu dem Safe drauf? Ne. Gar nicht. Gut, egal. Weiter gehen wir weiter. Hallo, Bruchpilot. Nope, ich möchte nicht nach Hause. Ich möchte mal kurz schauen, was hier los, noch so los ist. Oder brauche ich hier. Wahrscheinlich brauche ich dafür irgendwas, dass ich darüber komme. Aha, das ist denn da? Ein Boot? Kann ich da abstoßen? Ja, ich kann mich abstoßen. Ich feiere das Spiel so sehr, Leute. Das ist ein Wahnsinn. Unfassbar gutes Game. Boah, das ist echt hart. Ah, blöder Vogel. Ah, blöder Vogel. So, gibt's da was? Gibt's hier was gratis? Nein. Aha. Es ist interessant hier irgendwie. Ah, blödes Krakending. So, da gibt's uns was raus. Nope. Gut, schauen wir rauf. Aha. Schauen wir noch weiter rauf. Diamanten. Immer schön Geld sammeln hier. Mal zu meinem Freund schauen, der hat sicher was Cooles für mich. Ein Hammer. Ein Hammer-Adapter? Jetzt kann ich Sachen zerbrechen, die ich vorher nicht zerbrechen konnte. Das ist cool. Oh, ich bin abgeschürzt. Oh, ich muss wieder so weit zurück. Menu. Ja, gut. Ich habe es angespielt. Mehr als das. Ich habe es fast eine halbe Stunde gezockt. Sollten wir eigentlich sich Zeit nehmen dafür und das ganze Game mal durchzocken. Es ist wirklich mit viel Liebe gemacht. So viele Details. Metroidvania-Style mit zurückkommen und Sachen machen können, die man vorher nicht machen konnte. Ich weiß gar nicht, ob ich was ähnlich Gutes bisher gespielt habe am NES. Ich glaube nicht. Ist absolute Hammer, Leute. Zockt das mal. Unbedingt. Also, wenn ich ein Jump'n'Run am NES spielen will, dann auf jeden Fall. DuckTales 2 kommt in meine Top 10 Spiele. Ich sag das öfters mal, ich weiß, aber das ist definitiv ein Top 10 Hit.
am NES. Und nicht nur am NES, es macht heute genauso Spaß wie damals. Also beziehungsweise damals muss es echt der verdammte Hit gewesen sein. Tja. Ich hoffe, meine Begeisterung kommt zu euch rüber und es, ihr zockt es auch mal. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, schaut mal da drüben nach. Ich habe schon über 180 NES-Games gezockt. Und da unten könnt ihr gleich abonnieren. Und wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt, dann freue ich mich ganz besonders. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.